Prinz Harry und Prinz Andrew sorgen für eine Debatte im britischen Parlament. Der jüngere Sohn und der Bruder von König Charles III. Gehören inzwischen nicht mehr zu den arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie. Harry legte all seine royalen Pflichten 2020 nieder und zog mit seiner Frau, Herzogin Meghan, in die USA. Auch Prinz Andrew nimmt keine royalen Pflichten mehr wahr, seit schwere Missbrauchsanschuldigungen gegen ihn laut wurden. Doch obwohl beide Männer nicht mehr für die Krone tätig sind, haben sie weiterhin die Rollen als Councillors of State inne. Um das zu ändern, müsste man allerdings zunächst das Gesetz abändern. Die Councillors of State können den König offiziell vertreten. Aktuell fungieren daher Königin Camilla, Prinz William, Prinz Harry, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice als Councillors of State. Dass auch Andrew und Harry diese Rolle noch innehaben, passt nicht jedem. Wie der Mirror berichtet, soll König Charles mit einer Anpassung des Gesetzes einverstanden sein.